Willkommen zurück in Amalur und dem Hause Reckoning. Und ja, wir waren hier zuletzt mit... Oh Gott, ich werde angegriffen. Das gibt's ja nicht. Die machen wir fertig. Was geht doch schon wieder los? Nee, nee, nee. Ja, man kann nicht mal in Ruhe eine Einleitung sprechen, so wir nehmen... Oh, unser Teil... Okay, jetzt geht das auch wieder los mit dem Inventar. Das hätte ich vielleicht auch nochmal entsorgen sollen, bevor ich in die Aufnahme gehe. Vielleicht kann ich das ja mal schnell machen. Komm, das mal kriegen wir bestimmt hin hier mit Karte. Und jetzt machen wir mal ganz schnell hier Schnellreisen. Geht das nicht? Ja, das machen wir mal eben schnell. Und dann gehen wir wieder zurück und wenn wir da die Leute wieder... erlegen müssen, dann ist das halt so. Aber hier oben können wir ja vielleicht... Ich will ja nicht zur Höhle. Ich will meinen Plunder verkaufen. Kann ich das nicht hier? Irgendwo? Es ist alles nur Höhlengebiet hier. Ach nee, das ist doch scheiße. Nee, da muss ich eine andere, damit ich mal eben meinen Plunder loswerde hier. Irgendwas, wo man einen Laden hat und... einkaufen, reparieren, schmieden, das klingt doch super, dann gehen wir hier hin. So. Verkaufen wir den ganzen Mist. Irgendwo. Ist das vielleicht hier drinne? Ich weiß. Pff. So gut kenne ich mich dann doch immer nicht hier aus, auch wenn ich hier an einigen Orten schon öfters war, als ihr es jetzt vielleicht gesehen habt. Sieht aber nicht aus wie ein Laden. Nö. Dann gehe ich hier wieder raus. Raus, raus, raus. Hier gibt es ja noch ein paar andere Türen, die man sich angucken kann. Verlassenes Haus, das wird's wohl auch nicht. Ich wollte doch gar nicht ins verlassene Haus. Und so verlassen sieht das auch gar nicht aus. Ich war hier noch nie drinne, muss ich sagen. Hallo? Nee, komm, ich lass mich jetzt nicht ablenken. Wir brauchen jetzt hier einen Plunderscheiß, damit wir endlich das Haus der Balladenquest lösen können. Das gibt's ja wohl nicht. Hier, wo? Man sieht ja oben in der Anzeige immer so... Da waren wir jetzt gerade, wo... Da, wo Schmiededingens ist. Ja, ja. Der seidene Sitz hier, das ist es. Das, da... So, und hier können wir doch bestimmt auch unseren Schmuh verkaufen. Hier, wer ist denn hier zuständig? Hallo? Wir suchen hier, wer, hallo? Wo ist hier eine Klingel? Brauchen wir ganz schnell einen Laden hier. So können unsere Sachen auch mal schnell hier nebenbei hier. Oder ich weiß ja, nur, dass ich die Fenster schließe. Reparieren wir meinen ganzen Kram. Wunderbar. Ich alles. Überprüfen muss. Ja. Und ich bete, dass die Spinnen die Risse. Bleibt ja. Wachsam. Wir schnacken noch, aber nicht jetzt, mein Lieber. Nicht jetzt. Es gibt ja auch noch andere Sachen zu tun, wie zum Beispiel Sachen klauen. Können wir bei ihr nicht ja hier, sie sieht hier, Becky. Denn niemand? Wir werden noch vor Einbruch der Nacht Nun schnack mal nicht, wir müssen hier unseren sämtlichen Plunder nämlich verkaufen, das ist sehr sein. Wichtig. Wir können diese Insel, möge die Witwe euch verschonen. So, pass auf, jetzt retten wir hier alle und das Dorf und die Welt, aber das muss ja auch mal weg, der Plunder. Das geht ja nicht. Ach ja, ich habe im letzten Part bin ich noch nicht mal dazu gekommen, zu sagen, was ich alles schon erledigt habe. Aber wenn wir das hier alles erledigt haben, dann komme ich da auch zu. Und eigentlich bin ich ja schon richtig hier, ne? Bin ja eigentlich schon richtig. Ich muss ja nur wieder hier rauslaufen. Warum belästigt ihr mich? Ich belästige dich doch gar nicht. Du. Gar nichts los hier. Ist jetzt unsere Sachen eigentlich weg? Die Dietriche hätte ich natürlich jetzt eigentlich gerne gehabt, aber die sind bestimmt jetzt weg. Schlau, wie ich bin. Oh, da sind ja schon wieder Gegner. Ich komme hier gar nicht durch, sehe ich gerade. Ach, die Typen, ja, die. Ich laufe mal einfach weg. Der hat mich jetzt gesehen. Ist egal. Da, ich bin viel schneller als die. Oder auch nicht. Doch, die kommen mir nicht hinterher. Haha. Haha. So, aber die schaffe ich, glaube ich, nicht. Ohne die zu erledigen. Ja.
hast du dir so gedacht, ne, dass du nochmal so kurz vor deinem Ableben hier mir einen auf die Glocke gibst? Von wegen. Von wegen. So, ich laufe mal hier weiter, weil eigentlich bin ich hier total falsch, ne? Kann das sein, dass ich hier total falsch bin? Ich werde nicht mehr. So, hier wollen wir hin. Ich war falsch. Entschuldigung. So, hier wollen wir hin. Genau, wir sollen ja die Dinger sammeln, denn unser Quest, um mal wieder überhaupt jetzt hier, jetzt fangen wir mal richtig an hier. Also, Feinkerns beschaffen. 0 von 5, so. Und dann müssen wir mit Tenva reden und mit König Fenzen reden und dann haben wir das. Tenva war die Gefangene eines Zaubers, der Maid von Windemere. Die Worte, die sie befreien können, sind Teil der Ballade. Zwei Ritter und ein Troll, die in einem der Feinkerns enthalten ist. Ich muss die Kerns beschaffen, um Tenva zu retten. So, das ist unser Auftrag. Und der gelbe Kreis führt uns jetzt hier hin, warum auch immer. Weg ist die Elfe. Unser Hab und Gut liegt jetzt aber... doch, das liegt da sogar noch. Mensch, dann können wir ja unseren Kram doch noch einsammeln. Ja, super. Wie kann denn das Inventar schon wieder voll sein? Ich habe doch meinen Plunder verkauft. Das regt mich auf hier. Das gibt's doch nicht. Ja, ich habe zu viel Scheiß hier, ne? Ach ja, und der Selkie-Schleier, der ist natürlich gut, aber von der Rüstung nicht so gut. Also der hat natürlich schön Mana und so, aber das andere nicht. Und deswegen kann ich mich so schwer entscheiden. Deswegen habe ich den 25er, die gute Mitte, ausgerüstet. Ne, die gute Mitte. 22, gehen wir der Heilung. Das werde ich jetzt mal wegpacken. Den können wir auch umbauen wieder. 39 ist natürlich auch gut. 28 Volltreffer Schaden, nur der Nahkampf. Blockeffizient. Sehen wir aber so aus und das finde ich hässlich. Und deswegen ist es so, wie es ist. Ne? Deswegen ist es so. So, die können wir nicht an. Ich habe nämlich ja das Schicksal das letzte Mal geändert. Und deswegen kann ich meine tollen Besatzlederhandschuhe nicht anziehen, die ich mir selber gebaut habe. Und das finde ich total doof, dass ich die nicht anziehen kann. Aber so ist das hier leider. Ja, so ist das hier leider. Und ich muss hier auch mal weiter nach unten gehen. So, ich glaube, diese ganzen Schilde, die brauchen wir doch gar nicht. 27, 37. Der ist natürlich gut. Warum habe ich eigentlich den ausgerüstet? Ich weiß es nicht. Weil der 37 hat, nicht 27. Deswegen 27 ist auch gut. Ich kann mich nicht entscheiden. Den passen wir mal weg. 14, das ist auch weg. So, Kupfer-Talisman. Zack. 8, das ist aber viel zu schlecht eigentlich. 19. Nee, der kann weg. Der kann weg. So, und dann habe ich die Wahl von diesen drei Dingern. Leinenschuhe. Das ist 14. Da habe ich das letzte Mal gesagt, wenn wir da was reintun, sind wir auch ganz schnell bei Rüstwert 14. Deswegen habe ich die Sachen immer noch drinne. Da wir uns ja immer noch beim Gemmen schleifen, ich offline irgendwas bauen kann. So, jetzt gehe ich ganz schnell in den Plunder und zerstöre irgendwas. Hier alles zum Beispiel. Ja... weg mit dem Kram, die eigentlich auch gut waren, die Sachen. Und dann können wir unsere wenigen Dietriche endlich aufsammeln. Toll. Ganz klasse. So. Wenn ich jetzt hier runtergehe, dann ist die Hölle los, glaube ich. Ist aber sowieso wahrscheinlich gleich. Ne? Bestimmt sowieso gleich. Bei der Truhe war ich schon. Das war dieses Magic-Bannen. Oh, ich komme doch nicht drum rum. Ich sehe das doch schon kommen. Ich komme doch nicht drum rum. Ich muss doch jetzt hier runterspringen. Oh, ätzend. Ach, ging aber. Ging noch. Alles noch in Ordnung hier. Nee, den Talisman lasse ich mal. Was soll ich mich auch zurümpeln mit dem ganzen Gedöns? Das klappt doch sowieso nicht. Hier ist noch irgendwo ein Versteck, aber das nicht. Das ist eine Blume. Hier haben wir noch was nicht gehabt. Die Geschichte von zwei tapferen Seelen erklingt. Von den Herren Eimer und Kret werden wir jetzt singen. Zwei Herzen im Kampf gegen gemeinsame Feinde vereint. Wobei der eine stets die Gedanken des anderen zu kennen scheint. Ein Ritter so kühn und gelassen. Er ist Lord Eimers Spiegel und Schatten. Es ist kaum zu fassen. Und der noble Eimer,
Er kommt ihm gleich an Macht. Sie sind die Flut und die Ebbe, Methan und die Nacht. Dies ist die Geschichte, wie sie einen Troll bezwangen, ganz ohne Befehle. Und die der Maid von Windermere verdarb seine Seele. So, jetzt haben wir hier wieder diese Cairns oder überhaupt mal einen von den Dingern. Und ich mag, jetzt habe ich den Talisman doch genommen. Noch mehr Cairns gibt's da oben anscheinend. Eins von fünf und die liegen so weit auseinander. Na gut, ich dachte jetzt eigentlich, ich muss immer irgendwelche Dinger besiegen, aber stimmt. Es ging ja um ihre Waffen, die weg waren. Oh, wir müssen in die Sunderhöhlen, um die nächste zu kriegen. Das ist natürlich blöd. Und 10 Minuten sind schon vergangen wieder. Das geht so schnell. Hol das Zeug. Na, sieh mal eine an. Ihr werdet Hallams Beschreibung wahrlich gerecht. Es ist schön, die neue Sagrel endlich zu Gesicht zu bekommen. Ich bin Sir Irma und dies ist mein Gefährte Sir Kret. Willkommen in den Sundurhöhlen. Falls ihr hier seid, um nach der Maid von Windermere zu suchen, muss ich euch enttäuschen. Sie ist nirgends zu finden. Ich suche nach... Ach, fragen wir doch einfach mal nach ihm selber. Ich bin Sir Irma, zu euren Diensten. Mein eidgebundener Bruder und ritterlicher Gefährte Kret und ich waren die Ritter, die das flammende Schwert von Rüdark zurückbrachten. Ich glaube, dass es keine höhere Berufung als das Haus der Balladen gibt. Wir sind alles, was zwischen dem Ruhm und der vollständigen Bedeutungslosigkeit steht. Haben wir mit ihm nicht schon mal geredet gehabt? Ne, anscheinend nicht, ne? Es war die legendäre Klinge, mit der vor etlichen Zyklen die Bolgan bei ihrem Angriff zurückgeschlagen wurden. Kret und ich streiten noch immer darum, wem von uns die Klinge tatsächlich gehörte. Er ist mein Schatten, immer dort, wo ich ihn brauche, und von unerschütterlichem Mut. Wir sind eins. Wenn die Balladen Sir Irma nennen, folgt anschließend Sir Kret. Ihr wollt etwas über den Geschichtenerzähler erfahren? Ha, nicht einmal ich kenne die Balladen von Hallam dem Weißen. Seine Erzählung ist die geheimste von allen. Und er hat viel dafür getan, dass es auch so bleibt. Abgesehen davon habe ich vollstes Vertrauen in sein Urteil. Selbst was euch betrifft. Mhm. Ich suche hier diese Cairns. Ihr auch? Nun, es ist mir gelungen, einen wiederzufinden. Aber es gibt noch viele weitere. Die Maid hatte sie. Im einen Moment war sie hier und im nächsten schon wieder verschwunden, so wie es ihre Art ist. Sie hat allerdings ihren alten Verbündeten Nix, den Troll, zurückgelassen, um uns ein paar Schwierigkeiten zu bereiten und unsere Verfolgung zu verlangsamen. Kret und ich haben häufiger gegen Nix gekämpft, als ich zu zählen wage. Man könnte beinahe sagen, er sei ein alter Freund. Ihr seid herzlich eingeladen, euch unserem kleinen Jagdtrupp anzuschließen. Ja, geht klar. Warte, nicht so schnell. Wuhu, geht los. Ja, mach mal halblang hier. Hui, der ist aber schnell. Oh, ihr seid's. Bären, Leute, Bären und Kisten. Nicht die Kisten vergessen. Die haben ja auch immer Gold für uns übrig. Und eine Kiste, eine Truhe meine ich. Und die anderen sind schon weg, oder was? Ja, dann sollen die doch alleine fortrennen. Ich muss ja hier auch mal gucken, was es hier gibt, ne? Wozu den Plunder entsorgen? Wenn die... Ja, ich komm. Guck mal, kommt schon wieder zurück hier, oder was? Welch ein Spaß, nicht wahr? Ja, lustig. Richtig lustig. Oh, der kämpft da ganz alleine. Das ist nicht gut. Oh.
Versucht doch selber mal am Leben zu bleiben hier. Wer macht denn hier die ganze Arbeit? Mann, Mann, Mann. Da ist doch noch einer, oder? Nee. Bleib bei uns, Kate. Ah, gut. Ach ja, immer diese Arbeit hier. Geht natürlich alles immer noch besser. So richtig ausgefeilt ist mein Kampfstil auch immer noch nicht. Aber es kommt ja auch immer wieder Neues dazu. Ich schätze mal, hier haben wir wieder noch so ein Ding. Jawoll. So, die haben wir auch noch mal. Zwei Ritter und ein Treu Teil 3. Aha, gut. Ja, ich komme. Mann, sind die schnell. Die können rennen. Flink wie der Wind. So. Die Kiste, die will ich noch. Dann muss ich das nicht hinterher immer machen. Wo ist sie denn? Huch. Wo denn? Hä? Ah. Ah. Ja, gut. Nehmen wir alles mit. Jetzt kämpfen die da hinten bestimmt schon. Ja, er kommt schon wieder zurück. Den letzten kriegen wir auch noch hin. So. Gehen die uns hier einfach in die Quere? Sind die anderen noch da? Oder sind die auch schon wieder tot? Wunderbar, das klappt ja super hier im Team. Und das Inventar ist schon wieder voll. Aber das ist ein Bogen und deswegen werde ich jetzt mal wieder in den Kram gucken. So, Waffen, Sekundäre. Naja, 18, 16, 18. Ich denke, die können wir aussortieren. Eigentlich benutzen wir sowieso gerade keine Dolche, aber die Dolche finde ich immer noch ganz cool. Also wir haben zwar die Chakrams im Moment mehr, aber irgendwie will ich das mit den Dolchen nicht ganz... 9 Körperschaden, 6 Körperschaden, dann sind die ja eigentlich besser, aber die haben Blitzschaden. Das ist Stufe 3, dann packe ich mal schweren Herzens die hier weg. So, dann haben wir hier... Es ist natürlich immer blöd, das Ganze zu plündern zu tun und das zu zerstören zwischendurch, finde ich natürlich viel blöder, als Geld damit zu machen. Gerade weil andere Sachen eh schon teuer genug sind, aber... Wenn man hier auf die Schnelle halt vorankommen will, ja. So, dann haben wir hier die Feinklingen. Dann ist das hier aber auf jeden Fall nicht so gut wie die anderen Sachen, wie ich sehe. Dann haben wir hier noch Langschwerter. Das benutze ich ja gar nicht. Frostklinge 51 wäre sowieso viel besser. Hammer werde ich auch nicht benutzen. Und die Zepter muss ich mich auch mal entscheiden. 8 Feuerschaden nehmen wir mal hier den Eisschaden. Dann kann das auch weg. Schon haben wir wieder etwas im Plunderkram. Und... werde ich dann einfach mal hier irgendwas zerstören, damit wir ein bisschen Platz haben. Und zwar die Sachen, wo ich glaube, es sowieso am wenigsten Geld machen. So. Dann nimmst du den mal und dann... Geht mir aus dem Weg. Leck mich doch hier. Ich helfe euch, euer Leben zu retten. Daran müsst ihr auch mal denken, Leute. Na, gut. Ich bin zwar nicht sehr gut da drinne. Ich muss schon immer auf mich selber aufpassen, aber... Mein Gott. So, ein bisschen Kohle wenigstens hier gemacht. Weiter geht's im Text, denn wir suchen ja immer noch den Kram. Haben wir so ein, wieder ein Wubble-Bubble-Pulver. Ah, hier, guck mal. Super, letzte Feiencan finden. Machen wir, machen wir. Mach ich, mach ich, mach ich. Kriegen wir hin. Ich werde jetzt aber mal zwischendurch speichern. Habe ich nämlich auch noch nicht gemacht hier in den Sundur-Höhlen bisher. Ding, 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 ding. So, gespeichert. Und dann... was nehmen, genau, damit es dir wieder gut geht. Du kannst auch weitergehen hier. So, ein bisschen Bubble-Pulver. Können wir auch immer gebrauchen. Na, wo sind die nächsten Schweinebacken?
Dann wollen wir mal hier. Oh. Hi. Gestorben! Oh nein! Scheiße! Okay. Passt schon. Aber ich hätte ihn fast gekriegt. Der Balken ist schon rapide weit runtergegangen. Gar kein Problem. Das machen wir einfach nochmal. Das machen wir nochmal. Das ist eine Herausforderung. Ihr haltet uns nur auf. Och komm. Ich helfe euch doch. Ich halte euch überhaupt nicht auf. Was mögen die eigentlich immer so? Geht noch, geht noch. Geh mal aus der Ecke da raus, Mensch. Sonst sind wir gleich wieder dran. Tja, was sagt ihr jetzt? Was? Stiefel an und bewegt euch. Oh, ihr seid immer so meckrig und ich habe jetzt so doll gekämpft. Sag doch mal einmal Danke. Belästigt mich nicht. Ich bin nicht euer Bruder. Noch nicht. Kämpft tapfer, dann werde ich euch vielleicht mit anderen Augen sehen. Hab ich doch gerade. Warum könnt ihr Nix nicht töten? Oh, ich könnte ihn töten, wenn ich es wollte. Ich hab's gemacht. So wird das Lied nun mal nicht gesungen. Habt ihr noch weitere dumme Fragen? Weißt du was? Du kannst mich mal. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Geh doch hier. Dann rede ich eben mit ihm hier. Augen auf, Sangrel. Dieses Geräusch. Ratten. Der Gestank. Trolle. Ja. Machen wir uns auf den Weg. Ja. 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 Kann ich das hier nochmal plündern eben? So schrecklich war das doch gar nicht, oder? Allerdings frage ich mich noch immer, warum Nix außerhalb der Sundur-Höhlen war. Mit Sicherheit nicht, um seine Rolle in der kommenden Ballade zu spielen. Hier geht etwas vor, was mehr als nur Kret und mich betrifft. Und ich will wissen, was es ist. Wir werden unsere Unterhaltung im Haus der Balladen fortsetzen. Und Sagrel, vielen Dank. Dies ist eine Zeit der Veränderung und wir alle müssen auf der Hut sein. Ja, ja, auf ja. Auf Wiedersehen. Ja. Tschüssi, war nett mit euch. Ihr habt gut gekämpft. In Tar ist schon wieder voll so eine Kacke hier. Manno, warum? Manno, immer dasselbe hier. Plunder,
Ja, wir zerstören jetzt einfach mal alles, damit der Kram weg ist. Ach ja, komm. Ach ja, jetzt sind wir wieder alleine. Alles gemacht und so. Keiner will mit uns befreundet bleiben. Mit zusammenkämpfen. Auf Dauer, meine ich. Auf Dauer. Das gibt... Oh, gehen mir die Dietrichchen nochmal... Ja, gehen die wieder kaputt hier. Mann. Nicht kaputt gehen. Nicht kaputt gehen. Sehr schön. Ja. Oh Mann. Das gibt's doch nicht. Und die Dietriche brauche ich doch aber immer. Ach. Ich komme hier nicht zu Rande wegen diesem ganzen blöden Inventar. Ich brauche so einen Rucksack. Ich kaufe mir irgendwann so einen coolen Rucksack. Oh, was haben... Oh. Waldorden. Was haben wir denn hier Feines? Der ist ja gut. Warum ist das eigentlich nicht meiner? Das ist doch gar nicht mein Langbogen, den ich sonst immer benutze, oder? Oder? 26, der ist doch super. Ja, der ist schön. Der wurde stahlfarben lackiert und im Stil der Sommerfein verziert. Sein elektrischer Stil täuscht über seinen einfachen, tödlichen, verzaubernden Weg. Ja, cool, der sieht doch schick aus. Der ist doch schön. Der, ja, da freue ich mich. Dann kann der ja weg hier. So, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich das behalte. Ich finde diese Frostklinge gut, obwohl ich gar nicht damit kämpfen werde. Das kann weg. 36, 22, 15, 22. Alles klar, alles klar. Was ist denn jetzt hier besser? Die sind beide 36. Das ist aber 15 von denen. Der ist gerade noch ein bisschen... Naja, wir haben ja einmal Blitz und wir haben Feuer. Ja, okay. Gut, dann nimmst du halt wieder die Feuerdinger. Die waren ja ganz gut bisher. Und das Zepter kannst du wegpacken. So, so ab in den Plunder. Plunder, Plunder, Plunder. Nimmst du die Dietriche mit. Das ist wichtig, dass wir die Kisten weiter öffnen können. So wie die hier. Aber das ist... Ah, ob das jetzt klappt? Das war klar, weil das nämlich Mittel ist. Oh, das hält er nicht durch. Na komm. Oh, das gibt's doch nicht. Da sind die Dietriche schon wieder hin. Machst du das? Ah, das wird was. Oh, nö. Oh, Mann, oder nicht? Dann nicht. So ein Scheiß. Ich will mal Dietriche haben, die ordentlich halten. Oh Gott, und der Part wird viel zu lang. Wir sehen uns im nächsten Part von Armalur. Bis dann.